Fünfter Tropfen, das verschleierte Haus, Renhoyo. Bei ihren Nachforschungen erfahren Ren und Rui von einem Volkskundler, der sich auf den Hikami-Berg niedergelassen hatte, Keiji Watarai. Seine Aufzeichnungen sollen wertvolle Informationen über den Berg und die Sagen, die ihn umgeben, enthalten. Rui und Ren stoßen auf ein Video, das sie zum Watarai-Anwesen führen könnte. Fuyui hat sich ihr Leben genommen und Rui hat es versucht. Beide Male tauchte der Geist einer Priesterin auf. Yuri hat von einer schwarzen Kiste gesprochen, in die Haruka eingeschlossen wurde. Haben all diese Ereignisse etwas mit der dunklen Vergangenheit des Berges zu tun? Ein Volkskundler namens Keiji Watarai lebte dort. Seine Aufzeichnungen könnten die Lösung dieser Geheimnisse beinhalten. Die Videokassette, die Rui gefunden hat, liegt auf dem Schreibtisch. Sie scheint etwas mit dem Volkskundler zu tun zu haben. Ich sollte mir das Video ansehen. Auf dem Schreibtisch befinden sich eine Videokassette und einige Notizen.
Ein Bericht in Ruis Handschrift mit Kommentaren zum Video. Das Tagebuch im alten Gasthof erwähnt einen Volkskundler, der auf dem Mikami-Berg lebte. In okkulten Büchern habe ich noch mehr über ihn gefunden, wie zum Beispiel seinen Namen. Dieser Volkskundler, Keiji Watarai, begab sich auf den Berg, weil er von der Mystik der dort ansässigen Sekte besessen war. Dann verschwand er plötzlich, wie bereits im Tagebuch erwähnt, und unzählige Gerüchte machten von dem Moment an die Runde. Anscheinend ist er nicht einfach nur gestorben oder hat sich verlaufen, sondern er ist auf ein Geheimnis des Berges gestoßen und so verschlang der Nebel sein gesamtes Haus. Darin liegt der Ursprung des Geisterhauses, einer der jüngsten übernatürlichen Geschichten des Sikami-Bergs. Obwohl die Glaubwürdigkeit dieser Geschichten zweifelhaft ist, habe ich mir eine Videokassette angesehen, die von jemandem zurückgelassen wurde, der das Haus entdeckt hat. Das Video scheint in okkultistischen Kreisen einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben. Ich habe daraufhin den Herausgeber kontaktiert und er erhielt folgende Antwort: Sehr geehrte Rui Kagamiya, danke, dass Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben. Das Video, nach dem Sie suchen, wird leider nicht mehr hergestellt, aber in unserem Lagerhaus befinden sich noch einige Kopien. Der Film verursachte viele Kundenreaktionen. Die Kassette wurde bei einem Fluss auf dem Mikami-Berg gefunden. Es ist nicht bekannt, wer die Ereignisse gefilmt hat. Viele Filmsequenzen wurden vom Wasser zerstört. Was noch gut war, haben wir neu aufbereitet. Das Original wurde von der Polizei beschlagnahmt. Sie haben den Berg abgesucht, konnten jedoch weder die Person, die filmte, noch das Haus finden. Jetzt, wo das Betreten des unergründlichen Waldes verboten ist, raten wir Ihnen, der Sache nicht alleine nachzugehen. Koji Kakimoto, Suigensha Filmabteilung. Meiner Meinung nach ist das Gebäude am Anfang des Videos der Schrein der Puppen. Danach ist eine Art Höhle zu sehen, die sich jedoch nur schwer klar erkennen lässt. Die riesige Büchersammlung im Haus könnte darauf hinweisen, dass es sich tatsächlich um Keiji Watarais altes Haus handelt. Telefon! Gehen wir mal ran, bevor er auflegt oder sie. するんだ。結婚？お前が？ああ。随分急な話だな。おめでとう。それで相手は？俺が知ってる人。写真を見た時から。Das verschleierte Haus. Vom Schrein der Puppen aus in eine Höhle, das könnte der Weg sein, den Yuri genommen hat. Ich sollte meine Suche dort beginnen. Oh Mann, jetzt spielen wir ihn. Ja gut, also von mir aus ist das in Ordnung, aber wo zeigt der Pfeil überhaupt hin? Muss ich nicht rausgehen? Wartet mal, der zeigt irgendwie in die Mitte hier, ne? Ah, das konnte ich doch aufheben. Das hier scheinen Notizen von Rui zu sein. Ja. Herr Hoyo schreit oft in seinen Schlaf. Er erzählt mir nicht wirklich viel darüber, aber es scheint sich dabei um einen wiederkehrenden Traum von einer Zeremonie aus seiner Kindheit zu handeln. Als junges Kind hat Herr Hoyo einen Sommer mit seinen Verwandten am Fuß des Kagirui-Berges verbracht. Er erzählte von einem alten Haus und
einem Schrein auf dem Berg, in den er immer gespielt hat. Auch besuchte er in der Zeit ein Fest. Herr Hoyo redet nicht oft von seiner Vergangenheit. Deswegen kann ich mich gut an seine wenigen Erzählungen erinnern. Ob diese Zeremonie wohl nur in seinen Träumen existiert? Als Kind habe ich auch oft Feste besucht. Ich kann mich jedoch nur an den Spaß erinnern, den ich dort hatte. Herr Hoyos Fest im Traum klingt dagegen nicht nach sehr viel Spaß. In der Nacht höre ich ihn oft "Schau mich nicht an" schreien. Er hatte schon immer Probleme damit, wenn Leute ihn anstarren. Vor allem mag er es nicht, wenn Frauen ihn für eine lange Zeit ansehen. Manchmal gelingt es ihm nicht einmal, Frau Kurosawa oder Fräulein Kosukata in die Augen zu sehen, schauen. Mit mir scheint er dieses Problem jedoch nicht zu haben. Sind die Frauen in seinen Träumen wirklich derart furchterregend? Gehen wir mal raus. So, vielleicht finde ich dabei auch mehr über das Leichenwohl heraus. Mit ihm jetzt hier. Kommt denn seine Assistentin auch mit oder gehen wir jetzt alleine? Oh, guck mal. Da habe ich ja Lust drauf. Nochmal zu den Puppen. Juhu. Nicht nochmal. Und dann wieder in die Höhle wahrscheinlich, ne? Haben die ja gesagt. Und da muss es denn ja irgendwo weitergehen. Na, mal schauen, wo wir jetzt hinlangen müssen hier. Also wir mussten ja hier rechts lang. Ich guck mal so ein bisschen auf die Karte zwischendurch. Ob die mir vielleicht,私今死んでるんだから。お兄ちゃん。お兄ちゃんはお姉ちゃん。私は嘘つき。私は。 Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Project Zero Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.